Beschleunigungsrennen kenne ich nicht. Ich glaube, das wird cool. Das wird richtig geil. Gänsehaut pur. Ein wunderschön, meine Freunde. Auch willkommen beim Gurkentypen mit dem komischen Auto. Wir fahren jetzt nach Köln. Der Roadtrip geht weiter. Wisst ihr Bescheid? Und die nächste Station ist Oldtimer Köln. Manche von euch kennen ihn aus meinen Kommentaren. Er ist auch YouTuber. Dann hat mir der was in den Arsch gerettet bei der Dierwart-Station. Wie genau, erkläre ich euch gleich. Wenn es an seine Schrauber-Garage war. Er hat nämlich Strom für mich. Das ist schon mal ganz cool. Dann kann ich nämlich hier meine Beine hier mit an Landstrom hängen. Das ist schon mal entspannt. Und er hat auch Reifen für mich und coole Projekte hat er. Und cooler Typ ist er auch. Er passt doppelt. Also dann läuft. Aber ich glaube, er ist ein bisschen sauer auf mich. Schätze ich mal, weil ich ein bisschen spät dran bin. Ich sollte nicht früher da sein. So, der Berg, Alter. In der Dortmund. Mit dem Schwerte. Angekommen bei Oldtimer Köln. Weg ist er. Hallo. Zack, weg war. Ich so, hä? Hm? Guck mal hier, das sind meine Felgen, die früher bei Goldheinz. Das sieht aus wie in so einer Auktion hier. Sieht voll geil aus. Die passen nur nicht in meine Kabine. Und an meinem Bett passen die auch nicht. Deswegen sind die jetzt in meinem Bett. Das heißt, ich schlafe zusammen mit meinen geilen Chromfelgen. Ob die auf den Camaro passen, weiß ich nicht, weil guck mal. Die großen rechts, links sind 20 Zoll. Das da ist hier in der Mitte. Das ist ein bisschen langweiligerer Tobak. Das ist nämlich nur 18 Zoll. Was auch schon sehr groß ist für so eine Karre. Mal gucken. Aber mal Chevy. Das sind hier die, damals die Goldheinz D-Max Auktion. Da habe ich die ersteigert. Und seitdem lagen die hier in Köln bei ihm. In seiner Werkstatt. Die wir uns jetzt angucken. Aber die lagen gut bei dir wohl behütet, ne? Kannst sagen, was du willst. So, zack, wieder runter. Hier meine Sicherung ist abgefallen. Das ist auch total toll. Sag mal, hast du Sikaflex? Das klingt so wieder ein. Müssen wir mal gucken. Muss schon echt Sikaflex sein, sonst geht das nicht. Obwohl, hält aber auch nicht. Ich muss auch wieder schrauben. Das ist ja abgefahren. Und das Ding hier sitzt eigentlich hier drauf, pass auf. Eigentlich ist das so. So, durch diese Löcher gesteckt. Eigentlich wieder reingeschraubt. Dann hakt sich jetzt immer dahinter, weißt du? Ah, ja, ja. Das hat sich aber aufgelöst. Ja, ja. Die ganze Geschichte hier. Ist hier so. Dann gehst du eigentlich mit der Leiter. Er ist eigentlich andersrum. Also, ja, verstehe schon, was ich dir, was ich dir erklären will. So. Und dann geht er so eigentlich, was normal steht, so davor. Mhm. Ach so. Ne? Ja, also ist kaputti. Aber ist nicht schlimm. Ich schmeiße jetzt vorne in die Karre rein, dann mach es mal ohne. Wenn du rückwärts aussteigst, passiert nichts. Wenn du vorwärts aussteigst, ganz großer Fehler. Habe ich schon mal hinbekommen, ein bisschen maulen da. Übrigens, bevor ich frage, letzte Felge ist, die ist da. Kommt nichts weg. Kann ja warm werden, der Puff. Oh, Strom kann ich mitnehmen. Warte mal, ein Kabel liegt. Kabel liegt in einem Fahrersitz. Das brauchen wir. Passe ich hier durch? Ne, hier außen rum. So, Kabel ist verlegt. Batterie ist ein bisschen über halb voll. Das heißt ungefähr, dass man Lichtmaschine halb voll schafft mit ihren maximal 13 Volt, die sie packt. Mehr schafft die nicht. Ja, ist halt ein bisschen wenig, ne? Diese komischen Gurkenbatterie halt da, diese 41 Ampere Gurke. Aber wird noch bald besser. Wir rennen eine Ford Orion Lichtmaschine über den Weg. Irgendwo. So, will ich mal Sander Strom drauf machen. Mal gucken, was passiert. Jo, das ist perfekt. Warte. So, guck. Zack.
Ja, das ist unser, das ist meine Versorgung. Übrigens, danke dafür, ne? Ja, kein Problem. Sehr gerne. Will ja nicht sterben hier. Aber das hilft mir einiges weiter, kann ich wissen. Ja. So läuft mich alles in dem Ding. Muss ich mal ein paar Stunden laden, genau. Genau, ja, vor allem kann ich auch schneiden nachher. Hier, guck mal, habe ich gerade schon sein Video gesagt. Mal gucken, wer erst das will hochladen. Ich glaube, du. Bei mir kannst du eine Woche rechnen immer noch. Guck mal, allein schon das Halbblaser von dem hier fahren und so, ne? Stimmt, ja. Das ist immer über eine Woche. Ja, ja, genau. Zur Zeit ja. Muss ich halt machen. Ja, der BMW hier, der soll weg. Ich habe das nicht verstanden, warum. Weil er sehr viel Arbeit macht. Aber irgendwie ist er cool. Alter, wer weiß, vielleicht tüdeln wir wirklich mal was mit. Das habe ich schon, da hab ich mit Marco heute schon gehabt, mit Autos tüdeln. Ja, ne? Furchtbar, ich habe einen ziemlich beschissenen Tag. Ich will immer alles haben. Weil ich finde, ich mag den Wagen wohl. Das sind 16 Jahre, sagst du, ne? Ja, 16 Jahre habe ich den jetzt gehabt, ja. Ja, genau. Dann gehört er aber nicht zu dir. Eigentlich schon. Vom Ding her. Ich habe lange so gekämpft, aber mittlerweile denke ich mir, ich habe jetzt auch den neuen schon. Das stimmt, ne? Gut, dann stellst du den, fährst den raus, fährst den neuen da rein. Nee. Die Arbeit bleibt. Ja, ist auch wieder recht. Das stimmt. Aber sonst, ich finde die Felgen halt geil. Ja, die passen gut dazu. Deswegen, guck mal, hier ist nochmal die Halle von ihm. War so parallel gesagt. Ich meine, das ist Oldtimer Köln, man kennt die aus seinen Videos, aber nicht jeder kennt seine Videos. ja, auf jeden Fall, hier ist schon mal wieder ein Auto nach meinem Geschmack. Pontiac Firebird mit einem 3,2 Liter, 3,1 Liter V6. Das Ding habe ich auch mal ziemlich genau selber geritten, so ein Teil. Habe ich halt schon in seinem Video komplett erzählt. Das konnte ich bei ihm angucken eigentlich. Viel schlauer. Macht doch am meisten Sinn. Hier, schreibe ich unten rein, ne? Schreibe ich unten rein. Weil das fand ich, also das war das wildeste Auto, was ich hatte. Noch vor meiner YouTube-Zeit hatte ich genau so eine Karre. Und auch komplett auf wild. Obwohl, ich habe schon drei gehabt, glaube ich jetzt. Zwei fahrende, wo ich YouTube gemacht habe, und hier zwei nicht fahrende. Oh. Drei nicht fahrende. Drei hatte ich noch gehabt. Einer fuhr sogar, aber den habe ich nie gemacht. Und der ist auch ein Traum hier, ne? Coupé ist schon cool, Audi Coupé. Aber mittlerweile auch unbezahlbar geworden. Hast du die Preise gesehen, wo die jetzt stehen? Oh, die, ja. Die Zeiten der Gurkenkurse sind vorbei für die Autos. Schade eigentlich, sonst hätte ich noch fünf Stück davon mir gesichert. Deswegen, hätte mal so einen als B2 Limo, also zwei Türe Limousine. Und den habe ich dann irgendwann mal nach England verkauft. Da haben sie das Ding durchgeschnitten und so eine S1-Kopie daraus gebaut. Nee. So ein Sportpatron rausgebastelt. Nee. Dafür nehmen die dir immer. Ah, und du gutes Geld für bezahlt. Also mehr, als ich damals gedacht hatte. Hier ist nochmal hier vom Kollegen nochmal hier Mercedes. Hier ist auch nochmal ein fast fertiger Avant. Und nochmal ein Cherokee, ist aber auch nicht bei dir. Aber den find ich auch cool. Wenn du den mal loswerden willst, einfach Bescheid. Ja, der ist auch cool. Der hat die 4-Liter-Maschine drin. Ja, genau. Ja. 4-Liter-Maschine und einen Kopfsekundschaden. Ja. Aber haben die gerne mal. Da reißen die aus dem Block raus, die Schrauben. Ganz toll bei den Autos. Ja, muss noch gemacht werden, ne? Ist halt, gut, Arbeit ist ja alles. Ja. Ist ja Hobby, so eine Karre, ne? Genau. Aber das ist der schönste Cherokee, die XJ. Mit Abstand. Ich finde den so geil. Ich habe noch nie einen gehabt, der TÜV hatte. Noch nie. Ich habe schon, glaube ich, zwei gehabt, ja. Und alle waren scheiße. Alle waren scheiße. Nee, drei habe ich gehabt sogar. Drei von den Dingern. Oh. Einen vierten habe ich in Aussicht. Ja? Ja, ich weiß noch, weil das sind am Straßenrand. Hast du nie einen angemeldet gehabt? Nie. Nee? Nie mit TÜV. Einmal wegen Bendix, einmal wegen Rost und einmal wegen Autohandel, weil ich blöd war. Ich behalten sollte die Karre. Der hatte nur 63.000 gelaufen. Ah. Aber der hat auch gutes Geld gebracht, alter Schwede. Ja. Ja, was machen? Aber das ist Oldtimer Köln hier. Auf jeden Fall seht ihr, Tiefgarage, hier voll am Start. Erstaunlich warm hier. Hier ist richtig in der Bude hier. Also hier, mitten im Winter, hier geht's, ne? Ja, hier geht's. Voll geil. Aber besser kannst du die Kiste noch nicht einlagern, glaube ich. Ja. Aber wie gesagt, den BMW, ich glaube, wenn du jetzt irgendwelche Kackfelgen drauf hatten würdest, ne? Dann wäre es schon wieder langweilig. Die Felgen machen bei dem Auto halt, ne? Ja, die machen schon viel aus. Alter, war richtig wild. Komplett. Die holen richtig was raus. Ja gut, dann würde ich mal sagen, dann hier sehen wir uns in dem Fall morgen wieder. Er wird verlinkt. Und das Video, wo ich hier war und alles gezeigt habe, oder er mir alles gezeigt hat, seht ihr bei ihm auf dem Kanal. Ne? Cool. Auf jeden Fall großes Danke für Felgeneinlagern und vor allem dafür. Sehr gerne. Das ist auch nicht selbstverständlich. Sehr gerne. Weil morgen bin ich schon wieder irgendwo im Westerwald, wo ich da laden kann. Wahrscheinlich gar nicht. So, wisst ihr Bescheid? Das ist schon wild, ne? Also allein der Anblick von diesen Chromfelgen, dass das meine sind. Wenn ihr die Story nicht kennt,
ihr D-Max-Auktion mit Goldheinz, ne? Da war ich ja am Start und hab halt, weil ich muss mir auf Axel das reinlegen. Das tut der Karibik für dich heute nicht, schon 11 Uhr, zu spät. Und hier, habe ich die halt ersteigert. Ich glaube, für 400 Euro war das. Dann denke ich mir, 400? Ich glaube, 400 Euro waren das. Ja, 400. Und hier, dann habe ich die besteigert, aber nur mit einem Opel Corsa da. Mit einem Opel Corsa D, den ich vorher gekauft hatte. Und das war so ein bisschen mein Problem. Und ich wusste nicht, was ich tun soll. Auf Axel, ja, wa? Ja, und das, so stand ich dann damit, mein Glück. Und wusste nicht, was ich tun soll. Und dann habe ich hier, ich habe Ultima Köln Ecke gehört, und gesagt, Alter, pass mal auf, Max, ich lagere die Dinger für dich umsonst ein. Alter, und so war es gewesen. Und aus dem Grunde waren die Felgen halt hier. Und ich wusste immer, ich muss die mal abholen. Und der Roadtrip war einer der Hauptgründe, warum ich das gemacht habe. Also, weißt du, hierher zu kommen, zu ihm und die Felgen abzuholen. Und das hat super geklappt. Ne? Weil, guck mal, so ein Satz Felgen, die haben über 2000 Dollar gekostet in den Staaten. Die sind richtig Kohle wert. Nur keiner konnte die halt bei der Goldheinz-Auktion gebrauchen. Wer kann solche Felgen gebrauchen, außer ich? Ich kann die eigentlich auch nicht gebrauchen. Ihr wisst, was ich meine. So, das mache ich beim Feierabend hier. Übrigens, nochmal danke für die Tüte hier. Hat der Mona gerade davon gemacht. Hühnernudeln, Currysoße, Maika. Alter Schwede, morgen wird geschlemmt, Alter. Richtig geschlemmt. Alles, was geht. Also meine Euphorie ist gedämpft. Seht ihr das hier? Das hier ist Schwarzteemischung, die Öl gezogen hat. Nicht gut. Mir ist mein Sonnenblumenöl ausgelaufen oben im Schrank. Scheiße. Das ist gar nicht gut, Alter. Gar nicht gut. Hier meine Milch ist auch eingelegt in Sonnenblumenöl. Oh nein, Alter. Scheiße. Ja, ich muss immer ein bisschen putzen hier. Komme ich nicht drum herum. Guten Morgen. Nacht war hart, aber ich lebe noch. Ich und meine Felgen, wir haben schön gekuschelt. Das klappt da alles. So, jetzt geht's gleich weiter. Adresse habe ich. Jetzt gucken wir uns welchen Chevy K30 an, der zu verkaufen ist für einen echt fairen Preis. Und mal gucken, wie das so ist. Und danach wollen wir eigentlich mal so ein bisschen eine Westerwald-Tour machen. Ich habe da nämlich einen Kontakt. Der gleiche Mann wie den K30, der kennt nämlich hier so ein paar Leute. Und da könnte ich eventuell mehr sehen, als man glaubt. Mal gucken. Ich bin gespannt, aber jetzt muss ich wach werden, Alter. Boah, seht ihr voll am Arsch noch. 8 Uhr haben wir jetzt. 2 bin ich ins Bett. Hab noch schön hier Strom gehabt und sowas. Und hab ich noch schön gezockt gestern und ein bisschen hier auf Achse geguckt. War ein geiler Abend. War echt schön. Nur schneiden konnte ich ein bisschen hinderlich nur. Also habe ich nicht gemacht am Ende. Weil ich hier. Da hat mir was gefehlt zu. Eine Maus. Ich habe eine Laptop-Maus gehabt, die war voll nervig. Und die andere habe ich vergessen. Ich besorge noch mal eben so eine Teddy-Maus die Tage oder irgendwas. Aber nicht jetzt. Jetzt kann ich erstmal mein Frühstück machen. Wisst ihr Bescheid? Hoffentlich geht's überhaupt noch. Ich habe euch gezeigt, dass mein Öl oben ausgelaufen ist, ne? Und mir die ganze Dings versaut hat. Was ein Scheiß, Mann. Na egal. Bis gleich. So, mein angenehmes Frühstück. Problem ist, wie gesagt, da ist mir gestern alles voll mit hier diesem scheiß Öl. Hab ich oben wieder alles aufgeräumt, seht ihr? Und der Mülleimer ist rennvoll von mir, seht ihr da komplett? Mit irgendwelchen Dingern, die ich nicht mehr retten konnte. Scheiße, ey. Naja, Mülleimer brauchen wir auch noch. Wir brauchen auch immer noch einen Einkaufsladen. Ich hab nämlich keinen Waschmittel hier, kein Hardings mehr. Als Hardings hier, kein... Der ist noch dicht, Alter. Ich hab kein Shampoo mehr. Das ist für ein Arsch. Ich hab mir gestern Abend noch mit Spüli meine Haare gewaschen. Auch nur ganz wenig Spüli. Damit die ein bisschen normal aussehen und nicht fettig werden. Naja, so wenig fettig wie jetzt waren sie noch nie. Aber ist nicht zu empfehlen. Merkst du vorhin der Kopfhaut, das richtig reizt und sowas. Aber naja, wenn man nichts hat, muss man halt improvisieren. Ne? Natürlich voll vergessen. Ich habe Zahnbürste, alles mit. Deo habe ich mit, jeden kleinen Kram, aber kein Shampoo. Habe ich den mal rausgenommen in der Gurke. Stimmt, ich habe das in der Gurke halt mal rausgenommen und mir die Haare gewaschen. Weil ich irgendwelche Scheiße, weil ich Farbe in der Haare hatte, genau. Nach dem Lackieren von dem Capri. Da ist das. In der Dusche in Friedeburg. Guter Platz. Abfahrsicherung wieder drin. Die Reifen habe ich jetzt hingelegt, dass sie nicht vorrutschen. Hoffentlich klappt das nicht. Klappt das, aber ich glaube ja. Ist jetzt über eine Vollbremsung. Für ist meine Robo-Vollbremsung. Ich würde sagen, gehen wir nach unten, machen den Landstrom ab. Und dann hier
räumen wir langsam unsere Bude hier auf. Ne? Dann gucken wir mal, ob er den wieder anspringt. Ihr wisst ja, wie das ist. Der Anders hat ja voll Bock auf sein Leben. So, guck. Am feinsten. Batterien müssen eigentlich alle randvoll sein von dem Teil. Hier mein Beifahrer übrigens. Oh, es rennt voll, er liegt immer noch, ne? Hat immer noch einiges zu laden. Das ist ein bisschen scheiße. 13,1 Volt voll, meint er. Naja, gut. Plus ab, Stecker ab und Kabeltrommel raus. Müssen wir halt mit dem Strom klarkommen, den wir haben, ne? Cool, wenn wir heute Abend wieder an Strom rennen. Dann ist das ein bisschen einfacher, dann kann ich hier alles immer laufen lassen, wie ich Bock habe. Aber das hat nicht überall gegeben. Hauptsache, wir haben genug Strom, dass die Karre wieder anspringt. Das ist das Wichtigste. Ich komme ja auch so klar. Wenn ich nur mein Handy lade, reicht ja auch. Aber ich habe auch gerne den 230 Volt Umwandler an und guck mal ein bisschen auf Achse und so an. Das mache ich aber wirklich nur, wenn ich Strom dran habe oder halt nur für eine Stunde oder irgendwas. Aus denkenden Gründen. Aus verständlichen Gründen. Hier ist trocken läuft da. Aber die 90 Ampere Lichtmaschine, Alter, die noch kommt dann. Die wird's bringen, die wird's rausziehen. Ich fand auch so den Ludolfs, also so Uwe Ludolf und Tommy Ludolf und so. Und die haben sicherlich auch eine Lichtmaschine für mich. Hoffe ich, für den Orion. So, gucken wir mal, was der Diesel davon hält. Ich stelle die Kamera übrigens nicht am Straßenrand, um mal eben zu füllen, ob sie anspringt. Ich weiß gar nicht, warum. Scheiße, Besitz verstellt. Jetzt passt das wieder eher hier. So. Perfekt. Warum mal glühen? Wascht eure Hände, niemals wird spüli, eure Haare, dann habt ihr richtig Schuppen. Oh, Junge, Alter. Ich muss richtig noch Shampoo haben nachher. Und meine Haare sehen sonst auch relativ normal aus, aber das war keine gute Idee, die Dinger mit Spüli zu waschen. Definitiv nicht. Eigentlich ein Abwaschmittel als Spüli. Hab ich gut gemacht. Bin richtig stolz auf mich. Übrigens, die glüht schon unter 30 Sekunden. Heute machen wir die Karre richtig heiß. Bevor sie anspringt. Hoffentlich. Weil ihr kennt ja meinen Anlasser. Aber der hier hat Bock drauf. Sieht alles ganz gut aus. So, ich filme es hier für 45. Oh, Minute habe ich jetzt am Start. Oh, fast. Klingt immer kaputt, von Tag zu Tag. Da hat er keinen Bock mehr. Hält er komplett. Ist ja nur einmal turn, komm. Kein Bock drauf. Das war nix. Brauch wieder einen mit dem Hammer. Bin wieder zurück. Bock mehr das Ding. Ich glaube, der ist jetzt ausgestiegen, der Anlasser. Ich glaube, jetzt ist das, was ich wirklich am meisten befürchte, passiert. Dass er keinen Bock mehr hat. Ihr hört das Relais, das schaltet. Das große auf 24 Volt. Steuert den Anlasser an. Aber er macht nichts mehr. Schlecht. Ganz schlecht. Und eine Massage mit einem größeren Hammer hat nicht viel gebracht. Das heißt, wir müssen mal einmal die Haube abhaben. Wir müssen einmal den Anlasser von oben angucken. Schöne Scheiße. Jetzt stehen wir hier. Naja gut, ich habe es ja fast geahnt. Ne? Wo ich im Bottrop stand, da habe ich schon geahnt,
dass das schlecht ausgehen kann mit dem Anlasser. Da ist er, unser aktuell bordloser Freund. Ja, den kriegen wir eben wieder zum Laufen. Das wird schon der Magnetschalter sein, der Probleme macht. Die Plusleitung sieht eigentlich ganz gut aus. So, sie ist fest. Ich löse sie gleich einmal, bewegt ihn ein bisschen, aber das wird es nicht sein, glaube ich nicht. Ja, dann muss ich mal eben mal von oben einen kleinen Hammerschlag geben, weil ich denke, der wird sich verhakt haben, der Anlasser. Wird halb ausgerockt sein, wahrscheinlich in dem Starterkranz festhängen. Das ist meine Theorie. Anlasserbrücken hilft nichts, sondern liegen nur 12 Volt an. Damit kommt er nicht weit. Mal gucken. Wir haben eben nochmal den Hammer hier. Die müssen oben mal ein paar Vibrations. Da drin wird er hängen. Hier am Zahnkranz. Denke ich wenigstens. Jetzt den Brücke mit dem Schraubenzimmer so klick-klack, klick-klack, klick-klack. Aber viel weniger Sachen mit dem großen Ventil da. Machen das Öl. Minimum. Können wir noch einen Schlag vertragen. Würde ich sagen. Den können wir auch noch mal eingeben. Extra einen Trichter mitgenommen, so ganz lang. Damit ich da überhaupt mit dem Öldings rankomme. So, erstmal Öl drauf. Öl ist das Wichtigste. Ich wusste den Trichter mal im Feuer aus. Und dann machen wir noch einen Startversuch. Mal gucken, was er jetzt sagt. Wenn nicht, muss er den Deckel mal abbauen vorne. Gucken, was jetzt kommt. Ja, wenn nicht, brauche ich einen, der mich anschleppt. Geht ja auch. Aber das wäre natürlich voll der Aufwand. Natürlich jetzt schöner, wenn er es einfach anspringen würde. Sondern der Anlasser fährt sein Leben gar nicht mehr. Nee, da kommt nichts. Scheiße, und gerade eben wollte der noch ganz kurz. Wisst ihr das noch? Haben wir eine Sekunde lang wollte der. Habe ich nicht durchgezogen. Oh. Naja, egal. Alle bin ich in der ruhigen Nachbarschaft hier. Hier wohnen schon mal nur Nachtarbeiter. Guck mal, einmal ein Rumäne und hinten ein Ungarer. Oder Ungar. Ungarer? Ungar? Ach, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall viel rumgekommen. Ja, guck mal hier. Anlasser, sein Großvater, hat den Deckel mal abgebaut. Da ist ja alles korrodiert drin. Alles. Angelaufen, sieht total scheiße aus, das Ding von innen. Und da hinten ist eben ein Zuschalter, den kann man einstellen. Alter, in der Magnetschalter ist das fette Ding hier oben drauf. Und den muss man gucken, wie kann die ganzen Kontakte ein bisschen sauber machen, vielleicht kommt da ein bisschen mehr dann. Aber ich glaube, dass das ein Problem wird. Aber ich glaube es nur. Vielleicht wollte ich auch so glauben. Ich mache auf jeden Fall einfach mal, so wie immer, ohne Ahnung. Schlage ich mich hier durch. Ich glaube, wenn ich den hier anziehe, den Magnetschalter, diesen hier, mit der Fingers, den drunter drücken würde, der hier, bockt er sich. Nee, nicht ganz. Der muss es nicht. Der muss ja irgendwo den Strom zukriegen. Das ist ja hier. Hier, und dann geht der Strom da rein, und der geht dann da irgendwo hoch, hier ran, macht hier Strom auf diese Spule, zieht die Spule hier an, klang, so wie ich jetzt mache hier, Teng. Und dann macht er seinen Anlasser, Umgeanlasserisiere da. Dann dreht er sich so scheiße. Ich kann nur mal gucken, ob ich jetzt einen Kontakt immer sauber mache hier drin, ob der dann vielleicht wieder ins Leben zurückkommt. Ich glaube, der Magnetschalter ist gehümmelt, gar nicht der Anlasser, der ist gar nicht kaputt. Erstaunlicherweise. Aber gut, es musste ja irgendwann mal kommen. Ich hätte gedacht, das hält noch einen Trip, weil der eine Zeit lang echt gut funktioniert hat, aber ich wurde, glaube ich, des Besseren belehrt, würde ich mal so spontan behaupten. Guck mal, was passiert. Kontakte geputzt mit diesem wissenschaftlichen Apparat da. Junge, was ein Magnetschalter, da kannst du ja 10 rausmachen. Mal gucken, was jetzt passiert. Kann ja mal. Kann mal Orgeln versuchen. Nix. Ich glaube, der ist am Arsch, der Anlasser. Naja, gibt schlimmere Orte zum Campen, ne? Aber trotzdem ziemlich scheiße.
Jetzt habe ich hier Strom. Ich glaube, ich brauche einen neuen. Aber jetzt ist es ein neuer Magnetschalter. Schweres Thema, Alter. Richtig schweres Thema. Das Gute ist, ich kenne hier genug Leute, die mit mir in die Gegend fahren würden oder mir den Rücken frei halten hier in der Gegend. Ne? Aber ich glaube, dass mit dem Anlasser vorbei ist, Alter. Ich konnte den Robo anschleppen, rein theoretisch. Das würde funktionieren. Den anziehen, weißt du? Mit einem Seil, der wird ja auch laufen. Wahrscheinlich würde dann der Anlasser wieder gehen. Ja, das ist ja ein Scheiß, Mann. Das ist ja ärgerlich. Hat nämlich keinen Bock mehr, die Kiste. Und auch wenn ich in Brücke, guck mal, ich kann ja mit einem Schraubenzieher hier drücken. Das ist auch das hier. Der Bratmaxe-Brief fängt die Stimmung an. In dem passiert nicht mehr. Der macht gar nichts mehr. Überhaupt nichts. Aber gängig ist er noch. Der Magnetschalter ist gestorben. Naja gut, das Ding ist ja schon 1000 Jahre alt. Willst du erwarten, ne? Aber interessant ist, dass der Anlasser selber gar nicht gestorben ist. Finde ich. Nix. Kannst du noch schweißen damit höchstens. Das war's. Ne, für den Arsch. Lass ihn mal brücken, den ganzen Kram. Der hat keinen Bock mehr, der Scheiß. Der ist komplett am Arsch, der Anlasser. Der ist total tot. Der hat sein Leben ausgelebt. Keine Chance, Alter. Das Ding steht jetzt hier, ohne dass ich ein Seil krieg. Ich werde den keinen Meter mehr. Glaube ich nicht, dass ein Meter noch fährt damit. Bezweifle ich. Ne. Der hat sich, der ist gehimmelt, der Anlasser. Der ist am Ende. Und ich brauche ein Auto mit fettem Seil, dann kann ich ihn wieder anziehen. Das hilft mir jetzt ja auch nicht weiter. Ein Auto mit einem Seil. Weil dann habe ich einen laufenden Robo. Dann muss ich ja mit meinem ganzen Trip weitermachen mit einem hier ständig laufenden Motor. Wäre ja auch Quatsch. Wenn ich das wir jetzt aufgeben, ne? Gottes Willen, eigentlich ja das Gegenteil davon. Ich meine, ich bin da relativ gut hergestellt. Ich habe jetzt gerade mal auf eBay Kleinanzeigen geguckt, ob man so einen Anlasser für einen Robo hier irgendwo kriegen kann. Das ist nicht so. Also eBay vor Ort, naja gut, DDR-Anlasser in Köln. Ich meine, das war auch ein bisschen sportlich so, ne? Dass das Ding verreckt, war 50-50. Jetzt habe ich mal ausnahmsweise mal kein Glück gehabt. Was machen wir denn jetzt? Müssen weitermachen. Alles andere hilft ja nicht weiter. Ich habe jetzt meine Connection hier angefunkt, den ich hier habe, hier den hier den K30 angucke, weil da wollten wir ja noch ein bisschen durch die Gegend eiern und sowas. Ob er mich hier abholen kann. Der kann mich ja gegebenenfalls auch anschleppen, notfalls. Aber ich weiß nicht, was ich jetzt tue. Baue ich jetzt den alten Anlasser aus und gucke mir den mal hier auf dem Tisch an, ob ich den wieder gegurkt kriege. Oder besorge ich einen neuen Anlasser und bestell den. Bin dann die nächsten Tage hier auf den guten Willen anderer Menschen oder auf die Zeit anderer Menschen aufgedingst, damit ich halt ein bisschen mobil bleibe. Ja, was tue ich? Da bin ich halt überlegen, was am besten ist. Ich könnte jetzt ja auch rein theoretisch. Nee, der Kollege hat einen fetten G-Mercedes, den ich da hab. Der muss ja nur ein Seil mitbringen und dann läuft die Karre gleich, ne? Diese hier. Aber dann läuft sie ja nur, hilft mir ja auch nicht viel weiter. Ein laufender Robo, dann komme ich ja auch nicht, den kann ich ja nicht mal ausmachen. Dann muss ich ja im laufenden Auto schlafen. Das ist ja scheiße. Das ist ja kein Standmotor. Naja gut, und ich muss ihn am Berg stellen oder am Berg anrollen. Würde auch gehen. Da muss ich noch auf rumkauen auf den Gedanken, wie ich das jetzt mache. Fakt auf jeden Fall ist, abbrechen will ich jetzt nicht.
Das heißt, das Einfachste, was man machen kann, ist tatsächlich mir einen neuen Rohbohranlasser kaufen und den hier irgendwo hinbestellen. Und die Frage ist, wie lange dauert das, bis der hier ankommt? Und was mache ich in der Zeit? Ich will es ja nicht hier in der Nachbarschaft hier versauern, das ist ja nicht mein Plan. Obwohl, Vorräte habe ich, glaube ich, gerade so genug. Sterben würde ich nicht. Und davon ist ein Dönermann, da komme ich auch mit klar. Das Teil habe ich schon mal gefunden. Es gibt einen 12-Volt-Getriebeanlasser. Der soll viel besser sein als der, der da drin sitzt. Der geht aber auch auf 24 Volt. Das heißt, da haben wir richtig Feuer in der Bude. Ja, ich weiß jetzt nur nicht, ob ich einen Anlasser jetzt ausbaue. Ich glaube, das Clevere ist, hier stehen zu bleiben. Das ist der beste Ort. Ich habe hier Strom. Ultima Köln kommt auch gleich wieder rumgeeiert. Der ist auch wieder in der Gegend. Der hat auch gerade Feierabend, sagt er. Ja, mal gucken so, ne? Was tun wir so? Was ist der nächste Schritt? Ich meine jetzt, ich gebe nicht auf, Alter. Wir haben Dienstag. Ich komme Samstag zurück. Ich werde wohl eine Lösung finden, bis dahin das Ding wieder ans Laufen zu kriegen. Ich meine, ich habe eine zentrale Lage hier. Ich will runter in die Eifel und ich will in den Westerwald. Ich muss eine Möglichkeit finden, das zu machen. Vielleicht kann ich mal auf eine Karre hier leihen. Von Ultramar Köln den Wagen vielleicht oder irgendwas. Hat er ein paar Autos. Wir können sein Firebird ja leihen, oder? Würde auch gehen. Mal gucken. Ich fahre ihn gleich mal. Gleich kommt auf jeden Fall noch mal mein anderer Kollege da vorbei. Denke ich wenigstens. Ich weiß nicht, ob er die Zeit dazu hat. Er hat mir jetzt gerade geschrieben, ob ich den K30 angucken will. Das heißt, ab jetzt, solange dieses Ding hier nicht fährt, ich meine, ich kann es ja, nach Hause komme ich auf jeden Fall, weil ich kann es ja anrollen. Ne? Mit einem Seil dran und gebe ihn und dann rollen wir das Ding an und hauen da einen Gang rein, das Ding läuft. Das ist ja nicht das Problem. Aber, naja, jetzt habe ich halt ein Haus in Köln. Also aktuell, würde ich so sagen. So ungefähr ist es. Mein kleines Häuschen in Köln. Schön. Luxuriös. Was soll's? Ich lasse mich von so einem scheiße Laune nicht verdienen. Dass der Anlasser kacke ist, wusste ich. Ja, das war mein Risiko. Dass ich verkackt habe, habe ich halt verkackt. Das heißt, ich muss mir einen neuen Anlasser besorgen. Und wenn ich einen neuen Anlasser habe, läuft die Karriere wieder. Hätte ich auch zu Hause machen können, aber ihr kennt mich ja. Er geht ja noch. Und dann die Tage danach war er ja auch top vom Zustand. Einen guten Job gemacht. Und jetzt ist er halt tot. Ich habe ihn getötet. Er soll übrigens ein richtig fettes Viech sein. Der ist so lang, ne? Also so. Ist mein Kopf als Vergleich. Und der hat da so ein eigenes Getriebe drin. Und so ganz, ganz viel Kleinkram. Und ich gehe mal davon aus, dass das Getriebe von diesem Anlasser kaputt ist. Wahrscheinlich ein Zahnrad verhakt ist oder irgendwas. Also ich glaube, da ist Feierabend mit dem Ding. Also man kann da vielleicht nochmal gurken, dass es irgendwie funktioniert. Vielleicht so scheiße wie vorher. Aber wie viele Startvorgänge? 5, 3, 2. Und dann stehe ich im Westerwald mit dem Ding. Ohne alles. Hier kann ich ja wenigstens auf Strom zurückgreifen. Und kann meinen ganzen Laden hier am Laufen halten. Meinen Arsch wärmen, meine Heizung geht ja hier. Ich habe ja alles hier. Ne? Ich habe eine Raffinerie. Hier vorne gleich. Ich habe einen Dönerladen. Ich habe einen großen Metro da hinten die Straße runter. Ich habe nur kein Kundenkonto bei Metro. Das heißt, wir bleiben definitiv hier und behalten ein positives Mindset. Also ich glaube, es ist der beste Ort, an dem ich hätte stranden können mit dem Ding. Der allerbeste Ort. Das ist so wie ein Güstrow damals, wo ich bei Dustin war im Winter. Wo ich da stehen geblieben bin. Ich wusste genau, egal was passiert, ich komme da irgendwie wieder weg. Weil die Jungs, die haben Ahnung. Und naja, so ein Anlasser tauschen beim Robo. Ist es nicht ein Hexenwerk, ne? Das geht. Es bringt einen nicht um. Das kriegen wir schon hin. Anlasser selber kostet 160 Euro. Ist unvertretbar. Nur halt, ich muss mal mit Ultima Köln schnacken, weil ich das Ding bestellen sollte. Das muss ich wissen, ob ich vielleicht entweder für eine Karre kriegen könnte. Wenn nicht, könnte ich mir vielleicht so eine Karre bei Six für 2 Tage hier oder so. Ja, war eigentlich auch Quatsch. Mal gucken, was der andere Kollege, der hat ja auch so viele Autos. Vielleicht kommt ja, hat ja einer irgendwo eine Gurke mit Resthüff noch im Garten stehen, die ich mir leihen kann. Damit ich hier mobil bin. Dann machen wir halt ein bisschen Sightseeing in Köln. Ich habe so einige Sachen auf dem Plan, tatsächlich, wo ich hin will. Und ich meine, ob ich jetzt die Bude hier stehen habe oder woanders, ist doch eigentlich voll egal. Das bringt ja keinen um. Ihr wisst, was ich meine, ne? So nur von Gedanken her. Aber da müssen natürlich die Jungs mitspielen. Ich will jetzt Wimme nicht aufdrängen. Ich komme auch so irgendwie klar. Aber mal schauen. Bin sehr gespannt. Auf jeden Fall habe ich schon mal einen Anlasser und eine Adresse. Weil hier hinbestellen ist eine scheiß Idee, weil hier kommt es meistens nicht an. Kann ich mir gut vorstellen. Und ich google mal irgendwo die ganzen Firmen sind, die das Zeug verkaufen. Da gibt es ja eine Firma hier lokal in der Gegend von Köln. Wäre natürlich auch sexy. Ich brauche dringend Shampoo. Plan steht. Bin ich ein bisschen weiter mit dem Plan. Also mit meinem Dingsenplan.
Ich müsste eigentlich nur eine Versandadresse haben, wo ich meinen neuen Anlasser hinbestellen kann. Und ich bleibe hier. Und ich fahre auch noch mal so, also ich habe auch einen anderen Kollege, wo ich gesagt habe, der fährt mit einer G-Klasse, mit einer alten Puch. Das wird ziemlich cool. Und da kriege ich noch eine Tour nach Manosakis. Wir fahren noch mal zu den Ludolfs, weil ich brauche noch eine Ford Orion Lichtmaschine. Die hat er sicherlich. Für den Robo hier. Und dann machen wir die Kiste hier wieder fertig. Ich habe gesagt, der Standort bleibt jetzt hier. Weil ich kann hier nicht besser stehen als bei Oldtimer Köln. Und hier, ich frage gleich mal, er kommt jetzt auch gleich hier angefahren, sagt er. Ich frage gleich mal, wie es bei ihm ist, ob ich vielleicht mit einem anderen Kollegen hinfahren kann. Oder ob ich vielleicht eine Karre von ihm leihen könnte. Wäre natürlich auch cool. Dann hätte ich ein Auto, ne? Aber das will ich jetzt nicht unbedingt voraussetzen. Wie gesagt, das ist halt ein Thema. Oder nehmen wir so eine Six-Karre, aber das ist auch doof. Aber die kann ich von der Steuer absetzen. Wird sogar gehen, ist ja gewerblich. Wenn ich, solange ich da Video von drehe, ist es gewerblich. Läuft. Der Anlasser ist bestellt. Mit Express, der müsste mit Glück heute oder morgen noch ankommen. Ich hoffe auf heute. Ich denke mal morgen. Hier, Oldtimer, können wir es auch wieder am Start? Aber das Gleiche hier, ne? Der blöde Typ mit seinem Robo. Ah, ich mache mir da aber nichts raus. Das ist, für mich ist das nicht so schlimm. Das ist ja der Pillefax. Wenn ich jetzt mit so einem nagelneuen Auto da stehen würde, was mit, was weiß ich, wie der zugetüdelt ist. Ja, und wegen der Karre habe ich gefragt, aber das ist das Problem, das ich auch habe. Viele Autos, aber letztendlich so keins, was fährt, ne? Ist bei mir auch so. Fährt würde schon ein bisschen über den TÜV, ein bisschen sehr. Aber gut, das ist nicht so dramatisch. Mal gucken, was wir gleich tüdeln. Ich habe wieder noch mal ein Taxi von ihm, hier zu dem anderen Kollegen hin. Ja, mal gucken, was sich da so ergibt. Ich bin sehr gespannt, ne? Wirklich sehr gespannt. Oh ja. Heute allgemein, das wird ein ziemlich wilder Tag, glaube ich. Das auf jeden Fall. Das Gute ist, dass der Robo heute nicht so viel angeplant wird. Der wäre auch nur zu ihm hingefahren, der wäre dann da stehen geblieben. Deswegen ist es nicht ganz so schlimm. Ja. Aber jetzt hier steht bei dir oder da, ich wohne jetzt halt in der Straße hier. Das ist mein neues Zuhause. Nachbarn, die kennen mich alle schon. Perfekt. So, wir beide haben es geschafft. Ich dachte, mach das so. Wieso, der ist doch original, der Wagen. Alles gut, ja. Wie gesagt, da würde ich gar keine Angst vor haben. Soll ich dir mal einen Klang geben? Ich finde den Wagen total geil, weil er ein Handschalter ist. Ja, lass mal einen drauf, genau. Der ist schon wild. Soll ich den Wagen, dass ich nicht hier bin? Ja, der ist schon geil. Und dann noch als Handschalter, weißt du, da kannst du richtig Scheiße mitbauen. Ja, der muss ja den Motor mal angucken. Ne? Was ist da drin? 7-4er? 5-8er. Ach, der Teile also dann. Ja. Ich kenne ihn mit diesem Big Block drin, aber die saufen dir ja die Haare vom Kopf. Sehr gut. Oh, läuft wieder schöner als vorher. Kein Schalter nicht so gerne gemacht. Nee. Servohnhängung hat er auch schon. Vom Feinsten. Hier, Venturi-Anlage drin. Ja. Also Gasanlage. Funktioniert auch gerade. Geil. Find ihn schön. Hier, guck mal, Kontaktlose Zündung noch so nachgerüstet. Ja. Duraspark Induction, der kann alles. Das Beste. 200 Liter Gas dran. Ey, brauchst du aber auch. Ja. Letztendlich. So 8 Stunden fahren? Ja. Okay. Also. Ja, spaßiges Ding, ich finde den geil. Aber ich finde den noch ein bisschen geiler. Ja, dann gucken wir mal an. Ich habe mir ja gerade schon untergelegt. Ich habe gerade schon einmal richtig so einen Puls gekriegt. Was ist das denn? Was ganz Neues. Hier, Chevy K30, kennt man ja von mir, auch so eine Army-Kiste gewesen mal. Aber total, also wer den mal vorher gefahren haben muss, das muss schon interessant sein. Hier, Lampen nachgerüstet, guck mal hier Chromspiegel. Das ist, weißt du, guck mal hier, diese Scheiße, obwohl die würde ja meinen auch ranschrauben, das ist eigentlich ganz cool. Ah nee, ist nicht so cool, wenn du nämlich das Ausstellfenster, was bei dem Ding übrigens aussieht. Aber wenn du die Dinger dran hast, pfeift das nicht beim Fahren. Ja, aber hörst du zwar eh nicht, aber... Ich wollte gerade sagen, das Ding, wenn du mit, weißt du selber, wie laut der ist. Hörst du nix. Da hörst du eh nicht, also das ist, aber ne? Radio ist überbewertet bei sowas. Radio brauchst du fast gar nicht, außer du hast große Boxen drin. Ja. Auch das, was haben die mal hier angespackt, so alles in der Roste, guck mal. Diese extrem großen amerikanischen Spiegel drauf für diese Trailer. Alter, ja, ja, deswegen auch die Schraube da. Ja. Oh nein! Die du auf der Pritsche festmachst, die Hänger, weißt du? Der hatte diese Maulkupplung oben drauf. Ach, auf der, echt jetzt? Ja. Geil, aber das ist schon wieder geil. Ja, Sattelplatte, Alter. Aber ey, das ist eine Parkbank jetzt. Guck mal, das ist ein Nachsitzer. Ich finde das geil gemacht hier. Das ist gut gemacht, finde ich.
Und die Pritsche ist auch in Ordnung. Die ist nicht so schlimm wie meine. Ja. Meine ist viel schlimmer. Die ist nicht so aus Scheiße gemacht. Blecki sind noch unter. Hier hängen schon mal Kabel. Abgasanlage ist eigentlich geiler gelöst wie bei mir, finde ich. Aktien, das Ding ist ein ziemlicher Hochfund. Aber die Träger unten sind auch schon ziemlich im Arsch. Oder? Mal gucken, wie die so aussehen. Ja, die sind immer noch besser als bei meinen damals. Boah, es rieselt hier richtig. Ah, alter Schwede. Hier, guck mal, jetzt ist der eine Aufhängung für irgendwas mal gewesen. Oh, der ist Arbeit, Alter. Der ist richtig Arbeit, der Wagen. Unter den tollsten Anlasser der Welt drin. Oh, Junge, Alter, hier haben sie mal geschweißt, haben sie mal ein Blech vergessen. An der Kante hier unten. Kommt man auch so toll ran. Oh. Diese Cowboy. Den bist du mal nicht gefahren, so, oder? Mal kurz. Und das geht mit der Anlasser, war toll. Das ist, macht keinen Spaß, wenn du aufs Gas trittst. Der dreht halt wahnsinnig hoch. Ne? Ja. Der ist kurz vorm Explodieren. Scheiße, Alter. Ja. Macht so ja keinen Sinn. Nee, das mit dem Anlasser ist für den Arsch. Wenn du einen Anlasser hast, der nicht ausrückt und mitdreht, da hast du Mitleid mit, wenn er läuft. Ich finde den Bügel finde ich geil vorne, der hat was. Guck mal, das ist Arm, aber schade, das ist ein US Army Auto gewesen, das ist auch schon festgerostet, der eine Bügel. Und da ist er ja. Hier, NATO-Block hat er mal drin gehabt. Ja, die habe ich aber im Keller. Hat er 12 oder 24 Volt? 24. 24, das ist doch original so. Ja. Ne? Aber was die alles gebrückt haben bei dem Ding, ne? Guck mal, jetzt schon noch ein Stecker. Guck ja. Das ist also abgezogen, damit man den, wenn man den startet, schnell ausmachen kann, weißt du? Ah. Das, falls der dann hochläuft und du kriegst ihn nicht mehr aus, Stecker ziehen, dann... Das ist die Runaway-Panik, wa? Richtig. Wieso hast du das auch gehabt mit dem Ding? Also das ist eigentlich laufen die. Nein, aber das war beim ersten Mal starten. Mhm. Ne? Da haben wir dann geguckt, dass wir dann auch alles Mögliche wissen, ja, klar, wie ja, geht er aus, wenn er denn an ist und falls er dann einfach hochdreht bis zum Geht nicht mehr. Deswegen halt die... Das erste Mal muss uns mal die Halterung angucken von der Keilriemen und von der Lichtmaschine. Guck mal, einer fehlt schon mal von der Lichtmaschine. Nee, der liegt da unten. Das ist gut. Da unten. Ich sehe ihn, der Baum hin. Es geht nur darum, ja. Meiner frisst immer Lichtmaschinen. Ja. Nee, andersrum, Keilriemen. Lichtmaschinen ja. Nicht. Das ist nicht schlimm. Hat er das gelöst? Er hat ihn über den großen Kreis geholt, wie ich bei dem Neuerdings bei meinen auch gemacht habe. Neuerdings. Aber es macht auch nicht viel besser. Er quietscht schon wieder. Er frisst schon wieder den Riemen auf und nach und nach. Also, wo die Karre an war, hörst du auch nicht, dass da irgendwas quietscht. Hörst du eigentlich gar nichts mehr. Weil der Auspuff ist ja direkt hinter der Tür. Aber Arbeit ist er, Alter, ne? Also das ist das Projekt. Aber die Taube ist auch hier, Antifreeze, alles ja. Noch drauf. Der ist ganz zufrieden. Aber vollständig, ne? Weil ich muss ja auch noch von hier noch aus Friesland kahren, ne? Muss ich mir vorstellen. Und da muss ich ja irgendwie gucken, dass wir den mal irgendwie, Alter, das ist auch vergammelt. Gammel kann der gut. Aber ich habe mal so die ganzen Mal geguckt, so die ganzen Radkästen und sowas. Das kann ich, glaube ich, wie lange steht der jetzt bei dir auf der Wiese? Hier an der Stelle, glaube ich, steht der jetzt 3, 3,5. Ja, sieht man. Auch deine Pritschenträger, wo du sagst, die sind echt gut. Ja. Alle komplett in braun. Im Verhältnis. Komplett. Zum Dings sind die gut. Wenn du musst dir vorstellen, wenn du jetzt so eine Kiste hinstellst, eine Plane ist eigentlich ein Fehler. Ja, wegen der Luftbrechung. Weil die Feuchtigkeit bleibt da wirklich unter. Deswegen, ne? Ist er da oft an der Seite. Deswegen, ja, genau, dass er das zirkulieren kann. Ne? Ja. Deswegen, das ist ein richtiger Fehler. Aber sonst finde ich den ganz witzig. Mein K30 würde ich gerne mal machen. Guck mal, das sind wir, die Wespe. Guck. Die wachen gerade auf, ja. Die Viecher. Hatten zu Hause gefunden. Guck mal, haben sie hier damals in die Dinger und irgendwelche Scheinwerfer reingepult. Aber Getriebeölkühler haben sie nachgerüstet, das einer. Ja. Den hat er eigentlich nicht. Ich habe auch die Dinger für hier, die Originaldinger, die hier drin stecken. Einmal hier die Schweinenase. Ja, genau, die Schweinenase und einmal den hier, das Nachfahrlicht, ne? Ja. Laternenlicht. Auch sehr bekehrt. Ja. Aber der ist ganz schön. Was ist denn hier schon wieder los? Was ist das denn für ein Kreis? Das ist eine Fortlöhrenlage oder nicht? Das kann sein. Wenn man das. Da haben sie echt. Das ist ein alter Schwede. Hat er schon die Fortlöhrenlage auf den Schalter gelegt? Wahrscheinlich, ne? Ja, machst du im Schalter, ja. Aber krass ist ja, ich habe bei mir hier die fette Batterie sitzen, bei meinen, auf der Seite hier. Du, ne? Hast auf beiden Seiten, ne? Links und genau, ja. Und hier. Das ist schon eine Katastrophe, wie viel Platz hier eigentlich ist, wie schön man hier arbeiten könnte. Die Lücke hätte es auch schon mal in der Hand gehabt. Einen zweiten Motor reinsetzen. Alter, der kann doch nicht mitlaufen. Guck mal, hier ist schon mal der Rücklauf ab. Ja, das ist aber alles extra ab gewesen jetzt. Ne? Also das hatten wir schon alles dran. Ja. Es sollte auch eigentlich damit weitergehen. Ja, ich kenne das. Aber und dann kam es nicht dazu. Aber guck mal, aber ohne Scheiß. Du hast den Wagen in voll fahrbereit. Ja. Du hast da noch einen astrein, wirklich top Mustang stehen. Also, was willst du mit der Gurke? Ein astrein. Smart Brabus. Geil! Ein Silver-Style! Das ist diese Brabus-Edition.
Ja? Guck mal rein, Tacho bis 200. Alter, stimmt! Der hat sogar Leder. Ach du Scheiße. Und die Batterie ist noch angeklemmt, also alles gut. Ja. Und CDs sind da auch noch drin. Genau. Und Tacho bis 220. Also. Optimistisch. Sind so unterwegs. Was sonst? Die Reifen finde ich ziemlich geil von dem Ding. Kann ich mir vorstellen, aber der hat richtig Geld für bezahlt. Oder der Vorbesitzer, je nachdem, der damit gefahren ist. Ne? Die Pritsche auch weg. Diese scheiß Lampen, Alter. Chromstoßstange, Anhängerkupplung. Das ist ein richtiges Projekt. Aber gut, wir wollen nicht mal einen K30. Ne? Der Anhängerkupplung, wie scheiße haben die den denn dran gesetzt? Unter der Stoßstange. Das Gerät, würde ich mal sagen. Und die Spritpumpe ist auch noch da. Aber ist und bleibt halt ein K30. Die Scheibe hat er drin, die gleiche, die Weine hat. Nicht diese, ja, da gibt es so eine Schiebescheibe. Das ist ganz geil. Oh, am Ende ist ein Gelöst hier drin. Das ist original, den Schalter kenne ich nicht. Das hier ist, das ist ein Holz. Ich stehe sogar auf Allrad, die Karre. Ja, die haben die auch noch von mir gehabt. Das ist ziemlich geil, interessant, aber der ist weniger verbastelt als meiner. Ja. Turmbrett ist schöner als meins, ist auch mal gegurkt worden. Das hier sieht schon wieder richtig übel aus. Hier, GM-Fußmatten. Teilelager drin hier. Boah, die haben sie reingebaut, diese Kiste da. Fensterheber, Kurbel ist ab. Das ist eine ganz schöne Gurke. Aber eine Innenraumlampe. Da haben sie aber immer nachgerüstet. Fettes Soundsystem. Ja, aber wäre schon geil. Guck mal, und ein Spiegel, der nicht abgefallen ist. Scheibe ist nicht gerissen, ne? Nein. Da ist die Heile. Da ist die auch Heile. Also die Dinger sind sowieso Gurken. Also alle K30, ne? Mal einer mehr und einer weniger. Guck mal, Gewehrhalter haben sie abgebaut, machen ihn auf Ranger, aber haben Gewehrhalter abgebaut. Der Stuck, Alter, wie wild. Der rote Teppich ist auch nicht schlecht. Hier da hinten fehlt die Verkleidung. Ja, das war eine richtige, wie soll ich sagen, das ist wahrscheinlich. Aber da haben sie hundertprozentig jeden Tag einen Pferdeanhänger mitgezogen mit dem Ding. Also sieht man richtig. Hätte ich auf Rhenisch angelegt. Ist alles. Noch drin. Hast du diese geile Box gesehen, die man hinterm Dings mit den Schnörkeln ja, drauf? Ja. Das ist ja auch, das sollte eigentlich ein Mustang werden. Also. Ja, ja, alter Schwede. Das ist auch fast schon. Das ist fast schon ein fahrendes Pferd ist das. Aber richtig Arbeit dran. Ne? Fällt mir gar nicht mal so auf tatsächlich. Das ist ungefähr wie meiner. Aber hast recht, wenn du so guckst. Doch, der ist ein Ticken höher. Hast recht. 15 cm die Böcke drunter. Und ich dachte, meiner ist abgenudelt. Junge! Obwohl, so Substanz hat der auch. Ne? Also ich will ihn jetzt nicht zu schlecht machen. Aber es ist ein ganz schönes Projekt. Es ist, wie es ist. Ne? Eine Gurke. Ja. Richtige Gurke. Ich bin schon ein witziges gespannt, weil ich mit einem K30 herkommen würde und einen K30 holen würde. Das wäre krass. Was ist das für eine Optik her? Ja, wer kann. Wer kann, der kann. Warte, lass dich auch nicht auf, egal. Ja. Fliegst du auch eh nicht, die Haube. Dann lass mal den. Na, ja, wenn der Motor noch irgendwie sowas ähnliches tut wie Laufen, ist schon mal die halbe Miete. Also Interesse hätte ich wohl. Ja, müssen wir uns gucken, ne? Wie wir uns einstellen. Müssen wir uns irgendwas tüdeln. Kannst auch noch einen Smarter dabei haben. Nee! Der ist eigentlich echt gut. Theoretisch. Er hat die, entweder ist die Lichtmaschine fest oder die Klimaanlage. Oder der Motor. Nee, nein, der ist neu gemacht. Ich hab da keine. Der Motor ist neu gemacht. Licht, also hat die Werkstatt schon geguckt, der sagt da entweder Licht, also der Riemen wird heiß und er sieht aber nicht, ob die Lichtmaschine hängt oder der Dings hängt, weil er jetzt auch nur kurz geguckt hat. Ich fasse die Dinger aber nicht an. Also auch so nicht, wenn die auf dem Automarkt. Ja. Weil es gibt ja so die Dinger, die sind für 300 Euro offen im Netz, weißt du? Ja, aber und die willst du jetzt. Ja, klar. Ja. Mit Grünspan nur wegen Brabus. Was meinst du jetzt davon? Wegen Brabus.
Allein die Felgen, ne, da kriegst du so einen Huni für. Weil nein, der ist schon cool, aber rechne nur für mich. Ja. Wenn ich jetzt kommen würde zu dir und sage, ich hole es dann smart ab, fahre ich hier über 800 Kilometer. Für so lohnt sich das um nicht. Um smart zu holen. Ja, dann müsstest du den schon mit dem zu. Dann müsste der hinten draufstehen auf der Ladefläche von dem. Das fand ich jetzt auch geil. Wie witzig, ja? APG, haben wir schon probiert. Ja, ist ja auch nicht viel größer. Ja. 50, ja, von der Breite können fast knapp. Beide können ein bisschen eng werden wie in der Radkästen. Aber kann ich nicht gebrauchen. Mit Schwung. Also das ist, da würde ich mir selber keinen Gefallen mit tun. Gordon wird wahrscheinlich kündigen, wenn er das Ding sieht. Ne? Der wird da wieder schon Zähne knirschen, wenn er das Ding sieht. Das wäre genauso schlimm. Als Mofa-Auto umbauen. Ja, da hat keinen Bock drauf. Ich habe schon gesagt, das ist so eine Appe für dich fertig machen. Ja. Und er sagt, nee, so ein Scheiß. Du bist ein Trocken. Er fährt mit so einer KTM, sagt er. Oder er macht einen Lappen. Das sind die beiden Varianten. Scheiß auf alles. Das Anfängerauto, günstig in der Steuer. Ja, aber du, wenn sich Gordon, sobald der einen Führerschein hat, ne? Dann, der fährt mindestens ein V6 Turbo. Ja gut, klar. Wenn du so lange nicht gefahren bist, ne, dann... Der wird richtig ballern. Der wird gerne Fahrrad fahren. Der wird mindestens... Also irgendwas, was so klingt. Ja. Definitiv. Ja, du hast aber den Mustang an. Du sagst ja, er läuft, ne? Ja. Ich bin gespannt, wie das klingt. Der ist gierig. Guck mal, ich habe jetzt gerade eben schon mal den Motor beäugelt. Weil der hat schon mal richtig fetten Edelbock-Vergaser drauf. Guck mal hier, der hat kontaktlose Zündung, habe ich schon gesehen. Eine außenliegende Benzinpumpe, schon mal ein Indiz dafür, dass er ein bisschen mehr kann als Original. Und Fingerkrümmer. Also er kann schon mal wieder sehr sportlich. Auch ein Traumauto, ne? Ja. Ich kann sagen, was du willst. Totales Traumauto. Ja, Vergaser leer. Ja, ich riech schon Sprit. Kommt langsam. Kommt langsam was an. Ach, die große Ansage, oder? Jo! Das ist böse. Richtig böse. Ganz laut. Hat er schon Leerlauf? Nee, noch nicht. Das war Leerlauf. Wie, das war Leerlauf? Ganz schön hoch. Ah, das ist Leerlauf. Ja, der ist geil. Der läuft schön. Jo. Eine Nockenwelle drin. Deswegen klingt er auch so geil vom Leerlauf her. Ja, ist richtig fett. Der ist Hammer, der Wagen. Hammerding. Hammerauto, wirklich. Ja, deswegen, musst du dringend da hinten die Gurke vom Hof loswerden. Ja, kann man auch grün machen, ja. Die muss grün gemacht werden. Also die Farbe kann nicht bleiben. Die Pferdchen müssen da auch runter, egal was kommt. Die was? Die Pferdchen müssen da auch runter. Kannst du auch drauf lassen. Oh. Tüdelü. Nee, Pferdchen sind kacke. Wir lieben doch alle Pferdchen. Wir lieben alle Pferdchen. Pferdchen sind ganz, ganz, ganz tolles. Reiten macht Spaß. Läuft. My little pony, my little pony. Und hier ist der letzte im Kreis. Guck mal, da ist noch ein hier richtig schöner Puch. So ein G-Mercedes, Lizenzbau. Ja. Der war jetzt von österreichischem Militär, ne? Ja. Die liefen da so, ne? Genau, die liefen da nämlich in die deutsche Bundeswehr, die hatten halt Mercedes gehabt. Genau. Und die hatten halt den Puch. Dann gab es noch den Wolf. Steyr Puch, genau, den Wolf. Siehst du ja bei der Bundeswehr. Ist auch ein geiles. Ich finde geil, dass sie in der Kiste alle Patina haben. Finde ich total gut. Ja. Nichts ist hier aufpoliert. Schön kann jeder. Hier, mein Sitz ist auch schon da. Ja. Geil, Alter. Auch mit den Sitzen. Waren die gleichen Dinger wie mein Strich 8 drin, weißt du, aber einfach nur überzogen. Ja, ja. Ja, Tüdelkram. Also ich finde die auch sehr bequem, Tatsache. Und, also das ist, Alter, Automatik, ja gut, das ist ja original, ne? Ja. Mit Sperre? Ja. Alter, steht jetzt immer ein Gelände vor. Und mit den Reifen kannst du nicht mehr viel ziehen im Gelände. Ich wollte ne? sagen, im Gelände brauchst du dir nicht vorstellen mit den Reifen. Also dann, du, obwohl er kann mehr als andere. Mit den, also, mit immer den noch. Wichtigen Reifen, ja. Mit den Reifen auch noch. Das Scheiße ist ja nicht. Wenn du dich einmal eingebuddelt hast, vorbei, ne? Jahren, ja, ja. Dann musst du mal die Reifen von dem drauf. Exakt, genau. Würden wahrscheinlich da irgendwie reinpassen, aber. Würde geil aussehen. Bis hier so. Ja. Ja, das ist auf jeden Fall gar keine Probleme. Die waren doch nicht schlecht. So AT-Reifen hier, wie der hier. Ist aber nicht mehr. Ja, die sind doch schon so alt wie ich, die Reifen. Nee, mindestens. Die waren von
ich glaube 10 oder 11. 11 tatsächlich, ja. Jetzt recht, 11. Krass. Also noch im Soll. Gut, die hängen auch in der Sonne, ne? Ja, das... Ein Kanister hast du aber auch gefüllt für den Fall der Fälle, ne? Ja, jo, hast du. Ganz viel Luft rein. Problem ist, je nachdem, wo du stehst, da hast du immer die Leute, die denken, ach, guck mal. Ja, ja. Hier ist der Sprit aber billig. Das ist ja geil, ne? Ist das dein Daily der hier oder was machst du hier mit so? Ne, ist auch so. Just for fun. Also fährst du normal auch ein normales Auto? Ja. Verstehe ich nicht. Willst du mit normalen? Ich habe auch ein normales. Ich habe einen olivgrünen Senator. Ja. Mit Dieselstandheizung und Kofferraum. Ja, habe ich gesehen, ja. Weißt du, das ist mein Daily. Ja, das ist, ich sag mal, ja. Bin da, aber gerade wenn man die Kinder mit abholt und sowas, dann braucht man doch schon ein Auto, was zuverlässig ist. Ne? Der ist auch zuverlässig. Der läuft nicht? Doch. Aber gut, der säuft ihn doch. Ja, der säuft, den kannst du vergessen. Da geht die dann Freude musst du den nehmen, ne? Der ist günstiger. Der ist günstiger, ja. Aber mit dem hast du wieder Parkprobleme, ne? Ja, ja, stimmt. Und wenn es zu heiß wird, dann sagt er mal, ach ne, geh lieber zu Fuß. So, weißt du, geh ohne mich. Deswegen hast du hier hinten so einen sparsamen Diesel geholt, wie den da. Ja, genau. Ja, 6,2 Liter, ne? Spardiesel, ja. Kleiner Sparmotor. Aber Alter, den schaffst du mit 11 Litern, ne? Ja, die haben ja auch enorm durch den Hubraum. Der braucht nichts. Ne? Die kannst du total geil fahren, die Autos. Da passiert nichts. Deswegen also, verstehe ich das auch nicht, dass die alle vom Hubraum weggehen und auf 3 Zylinder mit Abschaltung auf 2 Zylinder. So ein Quatsch. Gehst du ja im Arsch. Ja, verdienen die mehr natürlich. Ja, ja, aber das macht so gar keinen Sinn. Könnt ihr neue Autos verkaufen? Ja. Ja, das ist wirklich so ein Scheiß. Wenn du so eine Kiste fährst, die fährt wirklich ewig. Guck mal, wenn das, der Herr Krümmer an den Arsch, ja, den kannst du selber bauen. Die hat sogar einer selber gebaut. Guck mal. Da ist also, der siehst du ja, der sifft ein bisschen, aber das tun sie ja eh alle. Du meinst, wenn man ein Robo steht, da regnet es immer nachts. Ach so. Das Regenbogen? Unter dem Auto. Ja, okay. Ja, so schlimm nicht, aber ein paar Tröpfchen macht er auf jeden Fall. Ja, ein paar Tröpfchen. Aber ich glaube, wenn sie das nicht machen, das geht. Wenn sie es nicht machen, dann sollst du dir Sorgen machen. Da sind sie auch kaputt. Ne? Das ist nichts mehr drin. Bin auch, genau. Ich habe heute noch Öl nachgefüllt heute Morgen. Okay, dann reiße ich meine Kiste mal an. Klack. Jetzt mal besser gelassen. Der war beleidigt. Was, egal. Ne? Expresslieferung vom Anlasser. Das ist arrangiert. Alter, pass auf, heute Abend ist er noch da, wo wir Glück haben. Meinst du? Das wäre geil, ja? Ja, wäre geil. Das wäre echt geil. Glaube ich aber nicht. Nee, eher morgen dann. Ne? Würde ich auch sagen. Also ich baue den alten noch nicht aus. Weil ich habe mir gesagt, wenn ich ihn jetzt kann, ja anrollen, weißt du? Ja, ja. Weil ich ja, so keine Anlasser drin hätte. Wenn du ausbaust, dann kriegst du das nicht mehr zusammen. Dann, ja, ja, dann hängt da so ein Kabel rum, so ein Pluskabel. So, da fahren ein bisschen unter Strom beim Kabel. Licht flackert immer so bei dem Ding. Oing, ja. Oing, oing, was war das denn? Geht's Ihnen gut? Ja, ja. Ist schon... An den Dingern geht ja auch nichts kaputt. Nein, was auch, da ist nichts dran. Das, die haben halt ihre WWchen. Das sind halt die Amerikaner, ne? Die haben halt... Das haben aber auch viele andere Marken, die, ja, ja, Probleme haben. Also wenn ich immer höre, das sind keine Alltagsfahrzeuge, das ist ja Quatsch, die sind ja damals gebaut worden, ja, für den Alltag. Alltag, ja. Ich würde dann eher sagen, sie passen nicht mehr ganz ins... Passen immer in die Zeit. Genau. Ne? Ne, so. Wie hier, guck mal, bei dem Ding ist ja auch genau so. Das Problem, was er hat, ist das hier. Ja. Das hier, das ist das Problem. Das ist übrigens nicht mal ein TÜV-Mangel, das ist ja nicht tragen bei dem Ding, nee, dann Rahmen. Das ist Pickel. Das ist, aber pickel nicht so hart drin rum. Pickel nicht so hart drin rum. Ja, nee, ist hart. Ich habe schon gestern geklopft. Ich denke, oh, kacke. Aber, das kannst du aber do-it-yourself machen hier auf dem Hof. Eben. Farbe drauf, Arschlecken. Ja, wir hatten überlegt, ob wir das einfach nur abflexen. Mhm. Also nicht die Stelle rausflexen, sondern das halt glatt flexen. Ja. Klarlack drüber. Und das an jeder Stelle, die halt das Auto bekommt. Das ist quasi so, ich, ja, sag mal, diese natürlichen... Läuft er auf Haar? Ja. Dann lass das. Da ist ein Haar irgendwann weg. Aber wieso eigentlich? Ach nee, Umweltzone habt ihr ja auch, ne? Ja. Ja, okay, dann brauchst du Haar mit dem Ding. Mit dem dürfst du zum Beispiel nicht nach Bonn reinfahren. Der wäre scheiße, ja. Ohne Haar? Weil dann bringst du alle Leute um. Ja, ja. Sobald du das Haar auf dem Kennzeichen hast, kannst du da durchfahren, stirbt absolut keiner. Absolut, kein stirbt, Problem mehr. Passiert einfach nichts mehr, ne? Aber wir wollen auch immer nicht meckern. Ich finde gut, dass das geht. Ich habe nämlich jetzt gerade mein Robo in der Umweltzone geparkt. Ja, der hat Totenkopf als Plakette, ne? Wenn der keine Haar hätte, ja, dann hätte ich ein Problem. Arsch, ja. Ist richtig teuer. Also es kann dich richtig viel Geld kosten. Ja. Aber es ist halt im Endeffekt, guck mal, es sterben ja immer mehr Autos aus. Oder so viele alte Autos fahren ja gar, ja, nicht mehr rum. Ne? Und guck mal, die rumfahren, lass sie doch rumfahren. Also das ist, der TÜV wird immer strenger. Das finde ich halt auch einfach sehr schade. Ja. Ne? Also so sortieren die natürlich die Autos aus. Ne? Die brauchen, ja, gar nicht mehr sagen, guck mal, das und das, wir ändern die Gesetze, die werden einfach so streng. Sachen, die damals kein Problem waren. Ja, also die sind jetzt scheiße. Genau, die werden jetzt zum Problem. Und so. Fahr mal zur Suche Pose mit deinem Rammbügel vorne dran. Das kommt drauf an, wo die stehen. Ja, die, genau, vor dir stehen. Ja, okay, dann überfahr mal so gebogen mit dem Rammbügel, ja, dran. Das ist ja genauso lächerlich letztendlich. Ja, das ist halt dieses Thema. Obwohl, das Fußgängerschutz kann ich verstehen, aber anderweitig ist der Original. Ja? Ist original, ja.
Also normalerweise müsstest du ihn dran lassen dürfen, weil er ja original dran ist. Deswegen. Und da wird ja auch schon wieder die. Weil da wär's ja, dass wenn du wieder ein H-Fahrzeug hast, wäre ja H eigentlich schon wieder weg, was ja nicht mal original genau ist. Auch oben diese Sonnenblende, der oben dran ist. Finde ich furchtbar. Absolut furchtbar. Du nicht? Die findest du geil? Nee, guck mal, nicht, aber bevor du fährst damit durch hier gegen. Alleine, wenn du so einen Windkanal dir vorstellst. Ne? Du fährst so über die Straße mit deiner 80, mit deiner eh schon großen Schrankwand und dann kommt das. Ich will mal gerne wissen, wie sich das verhält. Da kommt Plane. Guck mal hier, das hier. Ja. Wie verhältst du das allein, wenn du regnest? Es regnet. Spackert das irgendwo gegen? Nee, läuft das ja da offen, unter? Das ist ja offen. Das ist noch schlimmer. Und da sind ja auch. Oh, sind Lampen. Ja. Ja auch die Lampen offen. Alter, das Erste, was ich machen würde, ist ein richtig fetter Hammer. Diese ganze Scheiße da ab. Diese ganze Billo-Scheiße ab. Das ist doch furchtbar. Armer Auto, tut mir richtig leid. Kommen die Lichtmaschinen, die beiden da gar nicht mehr gegen an. Deswegen ist Rimo abgeflogen. So, gut. Das war's für den Teil jetzt hier für euch. Das geht noch ein bisschen weiter. Er dampft gleich wieder ab und wir beide gehen auf Reisen, sozusagen. So sieht's aus. Mit dem Ding und wird wilder Scheiß kommen. Definitiv. Bin sehr gespannt. Da wollte ich immer mal hin. Übrigens müssen wir, Ludas müssen wir wirklich hin. Ich brauche eine Ford Orion Lichtmaschine. Machen wir. Und die haben die sicherlich. Die sind jetzt auf. Also die haben jetzt auf. Wir schaffen das. Munter, bis dann. Ciao.